Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cities Skylines. Und ja, ich habe gerade ein neues Kraftwerk gebaut und wir haben unfassbar krasse Anforderungen gerade, was die Bevölkerung angeht. Also da komme ich gar nicht mehr hinterher, das kostet unfassbar viel Geld. Industrie brauchen wir gerade auch nochmal einen ordentlichen Schwung. Das wäre vielleicht sogar mal eine Maßnahme, hier nochmal einen Industriezweig reinzudrücken. Dummerweise kostet das also auch alles Geld, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Kostet alles Geld. Ich würde einfach mal sagen, ich baue hier nochmal so ein bisschen Industrie hin. Und ich baue hier nochmal ein bisschen Gewerbe hin. Und hier baue ich auch noch ein bisschen Gewerbe hin. Jo. Und dann hoffe ich, dann passt das erstmal. Wir haben auf jeden Fall neue Gebäude, die jetzt wachsen. Das ist super. Wir... da oben werde ich nichts weiter bauen, denn das ist schon in Reichweite dort. Neue Dienstleistungen. Vergessen Sie nicht, Verschönerungsobjekte hinzustellen. Danke für die Erinnerung. Das lassen wir an der Stelle erstmal. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass wir wieder Energie brauchen. Ja, Mist. Aber wir können bald eine fortschrittliche Windturbine bauen. Die bringt 20 Megawatt. Yay! Wir haben es geschafft. Transportunternehmen, beziehungsweise Nahverkehr, Busse. Mhm. Busse ermöglichen Ihnen den Transport. Erzindustrie-Spezialisierung. Fördern Sie Roherz aus Erzkruste und liefern es zur Weiterverarbeitung an lokale Firmen. Freizeitnutzung, Recycling. Neue Straßen. Guckt euch diese Dreibahnkreuzung an. Oh mein Gott. Ja. Ehrlich gesagt habe ich aber keine Ahnung, wo man hier Erzkrusten hat. Weiß ich nicht. Müsst mal gucken. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir eine fortschrittliche Windturbine hier irgendwo hindrücken. Ort. Ah, Wasser! Man kann sie auf dem Wasser bauen. Unglaublich. 7 MW nur. What the fuck? Ist ein bisschen mickrig, ne? Der schießt ein bisschen mickrig. Hier sind es immerhin 10 Megawatt. Bis zu wie viel Megawatt? 20 Megawatt Ausgangsleistung. Mensch. 12.000, die kostet doppelt so viel. Wie viel Megawatt haben wir hier? 40 Megawatt. Na, dann tut's mir leid. Dann tut es mir leid. Neues Gebäude. Wir ziehen hier eine Straße entlang. In den Garnet Park. Und zwar... ich brauche das. Eine stabile Stromversorgung gefällt mir, aber ja, ich weiß. Ist blöd, aber geht halt nicht anders. Macht für das Volk, wie schwer kann es denn sein, ein funktionierender Strom? Blablabla, ist ja nicht gerade hoch mit deiner Technologie, da hast du recht. So, ich kann hier ein Stück weiter bauen. Ich mach das mal so, einfach weil es cool aussieht. So. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal hier drüben eine kleine Straße hin. Und bauen hier eine kleine neue Siedlung. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Kann man eigentlich auch von der... oh, wie cool ist das? Aber nee, Ort ist bereits belegt, geht nicht. So teuer, diese Straßen. So teuer! Ich baue jetzt einfach hier mal so eine kleine... weiß der Geier, was für eine... Na, es macht auch nicht viel Sinn. Es ist so voll schon. Ja, die mögen die Straße nicht, ne? Die finden die hässlich wahrscheinlich. Ist mir jetzt aber egal, ich brauche mehr Wohneigentum. Ich
brauche mehr Platz. Wir brauchen einfach mehr Platz für Wohnungen. So. Gefälle zu steil. Ich würde mal ganz gerne hier so einen kleinen Kreisverkehr hinstellen. Einen kleinen eigentlich. Dankeschön. So. Sieht niedlich aus. Gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. So. Okay. Dann baue ich hier nämlich ein paar Wohnungen hin. Ich würde hier einfach mal so eine Seepromenade gewerblich bauen oder so. Zack, zack. Kann ich da in der Mitte irgendwie so einen Park hinstellen? Nee, leider ist zu groß. Ist ja leider zu groß. Funktioniert da nicht so gut. Wäre aber geil gewesen. Kann nur ein paar Bäume hinstellen. Wie teuer ist denn so ein Park? 2500. Wir können hier so eine richtig schöne, kleine, idyllische Siedlung bauen, wo dann später alles größer wird und brutalst wächst und... Tausend kostet der. So. Gibt es ein bisschen was Breiteres? Das ist zu breit. Das würde ich mir... Das wird mir ganz gut gefallen wohl. So. Ja, dann wohnen hier halt auch noch ein paar. Ich würde hier in der Mitte noch vielleicht ein Gewerbegebiet hinstellen, so ein bisschen. Okay. Natürlich brauchen wir da drüben auch ein bisschen Strom. Ist ja ganz klar. Jetzt muss ich da eine Stromleitung rüberschieben. So. Würde ich die dann einfach mal aufstellen. Dann brauchen wir da drüben natürlich auch noch Wasser. Deswegen kommt ein Wasserröhrchen hier rüber. Nicht genügend Geld. Jetzt gib mir doch mal ein bisschen Schotter hier. Ja, ich weiß, ihr braucht Wasser. Warum ist denn es so teuer, da auf einmal ein Wasserrohr rüberzuziehen? Ach, wegen anderer Straßenseite und so, ne? Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Okay. Hier habe ich ja gar nicht so viel. Ich bringe die einfach mal bis... hierhin. So. Schön. Unsere neue Region wächst. Da muss dann natürlich auch wieder eine Feuerwache und so ein Zeug hin. Wobei ich glaube, wir machen auf jeden Fall erstmal ein neues Gebiet. Fertig. So. Selbstverständlich ein neues, neuer, kleiner, ein Bezirk. Und zwar Amber Park. So. Summit Heights geht rüber zum Amber Park. Was sind das? Ach, sind das immer diese Plops, die hier aufploppen? Plopsen. Beraterhilfe. Bauen Sie Straßen und grenzen Sie Gebiete neben Ihnen ab. Damit ihre Bürger einziehen können. Erweitern sie die Stadt, das ist mir alles schon klar. Einzigartige Gebäude, Transportunternehmen, das ist ein Busdepot. Das ist relativ simpel. Das ist die Schule, das ist die Feuerwehr, die reicht nicht so weit leider, nicht bis in den Amber Park. Die die Feuerwehr reicht, die Polizei leider nicht. Wir brauchen nur eine Polizei eigentlich hier drüben, im Industriegebiet. Müssen wir sowieso mal gucken, wie wir das dann hier handhaben werden. Ich glaube, wir können eigentlich hier noch so ein bisschen was hinstellen. So. Haben wir noch ein paar Flächen fürs Industriegebiet. Hervorragend.
Dadurch steigt natürlich auch wieder unser Einkommen. Gebietsabgrenzung. Ja, das wissen wir ja. Das kenne ich auch schon. Den Tipp brauche ich auch nicht. Schauen Sie mal, ein neues Grundstück steht zum Verkauf. Ja, das weiß ich ja. Werden wir auch bald machen. Vielleicht hier oben, dass wir unsere Stadt hier über die Autobahn ein bisschen besser... Oder hier? Ich weiß es noch nicht. Mich würde mal interessieren, das weiß ich nämlich noch nicht, wie ich Erze... Wie ich sehe, wo Erze vergraben sind und so ein Zeug, ne? Das weiß ich aktuell echt noch gar nicht. Ich kann zwar diese Gebiete hier bestimmen... Aus der Erdkruste und liefern es zur Weiterverarbeitung an lokale Firmen. Erstmal würde ich das hier mal vergrößern. Ich habe eine Überlegung, also ich habe eine Idee, womit das zusammenhängt. Können wir mal gucken. Neues Land, 3700 kostet das. Kaufe ich einfach mal. So. Ich würde mal sagen... Das Ganze hier kann weitergehen. So. Ich glaube, ich muss einfach eine Industrieviertel oder ein Industrieviertel festlegen und sagen, so, ihr seid jetzt ein Erzviertel, so nach dem Motto. Ich glaube, so funktioniert das. Wobei ich mir gerade nicht so wirklich sicher bin. Ich will da mal eine kleine Kurve mir bauen. So. Ach, mach ich's einfach so. Was soll's. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Das wird unser neues Gebiet. Das markiere ich gleich mal. Und zwar wird das dann unser Erzabbaugebiet. Ich weiß, ich muss da noch Wasser hinlegen und so. Und ich sage einfach, das ist unser Erzdistrikt. Passt. Hervorragend. Wasser. Wir brauchen Wasser dort. Ganz klar. Der Wasserverbrauch steigt ja, glaube ich, sogar. So. Und ich brauche selbstverständlich Strom, müsste aber eigentlich laufen, weil Strom ist ja hier mit angeschlossen. Also, es dürfte nicht so das Thema sein. Verlassenes Gebäude. Warum ist das verlassen? Amber Park ist doch so eine schöne Gegend. Verstehe ich gar nicht, warum dann hier die Gebäude verlassen werden. Unverschämtheit, ja. Ich stelle denen so eine schöne Gegend zur Verfügung. Und sie verlassen sie einfach. So. Richtig schönes Einfamiliengebiet hier. Tolle Häuser. Tolle Wohngegenden. So, ich brauche aber, glaube ich, tatsächlich noch mal eine Wasserpumpe. Eine zweite. Die dann auch hier ans Wassernetz angeschlossen ist. Abwasserklärung brauche ich dann wohl auch eine zweite. Die ebenfalls an das Netz angeschlossen ist. Strom, wie sieht es beim Strom aus? Oh, gar nicht mal so gut. Sollte aber hoffentlich erstmal laufen. Hier sieht man übrigens auch, was für ein... ekliges Wasser das ist. Aber es fließt ja ab. Also kein Thema. Alles gut, alles gut. So, mysteriöser Kultanführer sagt Ende der Welt voraus. Was ist denn hier schon wieder passiert? Warum denn verlassen? Warum sind die Fabrikgebäude verlassen? Was ist denn hier los? Hier auch.
Was ist denn da los? Ein Verstorbener muss transportiert werden. Oh, super. In der Grundschule ist jemand gestorben. Ich baue einen Friedhof. Hier eine Stätte der Andacht. Kommt dann hier in die Mitte. Bitteschön. Dann freut ihr euch alle. Da habt ihr eure Stätte der Andacht. Da ist schon wieder etwas kaputt. So, habt ihr nicht genügend Strom? Nee, ihr habt nicht genügend Strom. Fuck it. Und ihr habt nicht genügend Arbeiter. Ich sehe das schon. Ach, Herr Jemine. Herr Jemine. Wo soll ich denn die ganzen Arbeiter hernehmen? Ich habe noch richtig, wie viel Müll ich in 2 Wochen ansammeln kann. Oh, die Deponie ist voll, wa? 56% voll. Oh, fuck. Ist ja übelst übertrieben voll hier. Da ist Stau. Haben wir gerade Berufsverkehr? Die fahren auch ineinander. Was ist mit denen los? Ja, okay. Ich überlege mir was. Wie kriege ich denn jetzt mehr Leistung? Sind ja nur 5 Megawatt. Das ist ein bisschen wenig. Wie sieht es denn hier hinten aus? 3 Megawatt, 2 Megawatt, 1 Megawatt nur. Ach! Ne, Legende inaktiv geschlossen. Ist das dunkelgrauere umso besser? Oder wie schätze ich das jetzt ein? Das sieht so aus, ne? Umso dunkler das ist, desto besser ist es. Rein von der Leistung her. 7 Megawatt ist wahrscheinlich Maximalleistung. Ne, 8 Megawatt sogar. Das ist aber gut zu wissen. Ja, ich brauche Strom. Ich kann gerade keinen Strom bauen. Es kostet auch 19.000 hier. Aber ich würde noch eins davon bauen, wenn dann. Komm, wir holen uns mal ein Budget, ein Darlehen. Bitteschön. So, dadurch steigt der Strom wieder an. Und ich könnte beispielsweise noch so ein Ding hier hinbauen. Dadurch haben wir dann wieder ein bisschen mehr grüne Energie. So. Amber Park. Was sind das für... Achso, das ist... oh, die sind sogar schon relativ hoch. Macht für das Volk. Wie schwer kann es sein? Funktionierende Blabla, was? Stark frequentierte oder komplizierte Kreuzung verlangsamen den Verkehrsfluss, weil die Fahrzeuge zum Abbiegen oder über Fahrbahnenüberquerung anhalten. Was ist denn das hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay. Hm. Ja, das ist schön. Nicht genügend gebildete Arbeiter und die haben sie wahrscheinlich nicht genügend... Ah, jetzt ist alles da kaputt. Mann, ey. Ich würde euch ja noch ein... Ich baue hier einfach so einen... So einen Arbeiter, so eine Arbeiterregion oder sowas. So. Nicht genügend Geld, ja, das ist mir schon bewusst irgendwie. Mal ein bisschen schneller. Kommt wieder Geld rein. Dann kann ich hier auf jeden Fall mal das festsetzen. So. Das Rastersystem funktioniert hier übrigens ziemlich gut, finde ich. Also man kann relativ schnell so ein gutes Raster eben aufbauen, um neue ja, Geschäfte etc. pp. Da zu schaffen. So, ich warte jetzt, bis ich das Geld habe.
So. Okay. Ja, Golddiggers. Hashtag Golddiggers. Ist mir egal, was da verschandelt wird. Wir brauchen die Arbeiter. Wir brauchen das Geld. So. Das passt auch. Ich muss dann noch den Strom rüberlegen. Kostet 1000. Passt. Strom haben wir auch. Dadurch ist eine neue Region, eine neue kleine Ortschaft entstanden. Das ist sehr schön. Und eigentlich könnte ich... Das ist direkt an der Autobahn. Ich würde ganz gerne auch eine kleine Agrarindustrie mal aufstellen. Kleine Agrarindustriebau aufbauen. Brauche ich aber noch ein bisschen für. Aber ich würde sagen, an der Stelle war es das erstmal für diese Folge. Ich habe schon wieder viel zu lange gemacht, quasi eigentlich. Weil mich das einfach so packt hier schon wieder. Es macht so einen Spaß, ne? So, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall für die Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Ciao.